Ups. Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt der kleine Wurm und die Mathilde. Salut. Wie heißt dein Sklave da überhaupt? Momentan heißt er noch Reliquienjäger Schatzsucher. Du hast keinen Namen für den? Das geht gar nicht. Nein, ich habe ihn ja letzte Folge nur schnell geholt. Er hat noch keinen Namen. Wollen wir den einfach einen Namen von unseren Usern geben? Also Abonnenten? Einfach ungefragt ihren Namen verwenden? Nein, das machen wir nicht. Nein, nein. Ungefragt nicht. Ungefragt. Aber wenn du denen demnächst keinen Namen gibst, nenn ich einen Helmut Kohl oder Stoiber. Ja, ich überlege mir doch gerade schon was. Meine Güte, sei doch nicht so ungemütlich. Ich bin nicht ungemütlich. Ah ja, was machen wir heute? Ich gehe auf Herzensjagd. Herzensangelegenheiten. Ich glaube, bei der Kieferknochen, da gab es ja diesen Dafari-Stamm. Den schnitzel ich mal auseinander. Habe ich mal. Ich werde auch irgendwo hingehen. Ja, das brauchen wir. Damit wir nämlich hier wieder Giftpfeile produzieren können. So, warte, du wolltest wohin? Kieferknochen. Ah. Hm. Oder? War das nicht... Nee, scheiße. Ich muss zu Trappers Ende hier, da unten, wo der Fluss endet quasi. Ja, da war der Safari. Ich gehe zum Teleporter und da beim Brummbrummtempel. Ich gehe zum Brummbrummtempel. Ja, geh du zum Brummbrummtempel. Ach ja, aber ich müsste mir vorher noch so einen tollen Dolch machen. Ich habe ja keinen tollen Dolch, da kann ich ja auch gar keine Herzen sammeln. Könnte man den nicht in dem Tempel machen? Ja. Woher musste man den bauen? Ach nee, das ist mein Tempel. Aha. Ja, meiner ist da woanders. Ja, deiner ist ja über dem Kartenraum. Ja. Ist das alles kompliziert? Ja, einfach kann ja jeder. Jo, ich kann einen tollen Dolch machen. Na super. Und dafür brauche ich nur ein paar Eisenbarren. Die haben wir ja noch auf Lager. Ja, davon haben wir genug. Dann gehe ich einfach in den Brummbrummtempel. So, Eisenbarren wollte ich. Mir fällt gerade ein. Wir hätten die Aufnahme starten sollen, wenn wir vor Ort sind. Scheiß Lauferei. Oh, ja, stimmt. Hätten wir egal, jetzt läuft's. Jetzt müsst ihr das leider mit ansehen. Das gehört zu dem Spiel auch dazu, dass man hier zig Kilometer rumläuft. Aber so schlimm wie bei DayZ ist es nicht. Das stimmt. So. Du, wir warten drauf, dass der Dolch fertig wird. La 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 la. Das wird ja nicht lange dauern. Und ich habe zwei Trinkschläuche mit. Was ist das denn gerade gewesen? Ein glitschender Stein, der hier runterglitscht. Runtersurft. So, dann gehe ich mal zum Brummbrummtempel. Aber ich gehe ohne Pferd, weil mein... Ach ja, ich habe ihm immer noch keinen Namen gegeben. Scheiße. Immer noch nicht. Wie nennen wir den? Wie hieß der nervige Freund von dem Hexer? Rittersporn. Rittersporn. War jetzt so ein Vorschlag. Okay, probieren wir es mal. Wo ist ein langer Name? Und? Geht der bestimmt hier in dem Spiel? Ja, okay. Ich hab gerade den langen Namen gesehen, der da vorher stand. Ja, Reliquienjäger Schatz. Ja, ja, dann würde Rittersporn ja wohl locker passen. Ja. Nein. Du atmest aber okay, schwer. Erstmal den richtigen. Ich? Ich atme nicht schwer. Ja, aber man hört's. Echt? Also ich höre das, glaube ich, durch dein, wenn du immer sprichst. Ja, das ist unsere Kleine, die mir vor der Brust geschnallt hier sitzt. Also für Eltern und die, die es noch werden wollen, so eine Tragehilfen sind echt eine tolle Sache.
Genau. Wir machen jetzt aber nicht für die Marke Werbung, was wir da benutzen. Nein. Ah. Dafür kriegen wir kein Geld. Nein. So prinzipiell Tragehilfen. Tragehilfen eurer Wahl. Jetzt wird geschlachtet. Laufe ich dran vorbei? War das doch, oder? Aber ich hätte mir nach rechts gemusst. Safaris, hallo, wo seid ihr? Dam, 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 dam. Scheiße. Ich mütze mich hier voll schnell durch, das ist so krass. Ups, ich wollte gar nicht erschlagen. Ich schon. Ach, ich hätte auch mindestens noch mal einen Knüppel mitnehmen können. Ich muss ehrlich sagen, die gehen ziemlich einfach. Das ist, macht ja schon keinen Spaß. Tun einen schon fast leid. Man hat Mitleid, ja, stimmt. Ah, ich hab ein Herz. Wo war der andere? Oh, das ist wie bei Tarkov. Ich finde die Leichen wieder nicht. Es ist mir vorhin im Raid auch passiert. Liegst du mit einem Scharfschützengewehr im Gras, ballerst da zwei, drei Skeff nieder, also irgendwelche Gegner, und dann finde ich die nicht im hohen Gras. Kackte Scheiße. Ich habe irgendwie noch hier einen Kick killed. Aber finde ich nicht. Hm. Na gut, dann holen wir uns eben die nächsten. Oh. Sind jetzt ein bisschen viele auf einmal? Ah. Was ist das? Das ist echt übertrieben. Silbermünzen, die nehme ich gerne mit. So, Brummbrummtempel, wo bist du? Ich frage mich, ob die beim Brummbrummtempel auch so leicht sind als die Typen hier. Die können ja gar nichts. Mm. Ja, meine konnten auch gerade nicht. So zwei, drei Schläge. Warte mal, ich. Oh, das ist ein voll cool. Was ist das für ein schickes Pferd? Das ist eins von unten. Hä? Wieso steht Plötze hier? Hast du Plötze mal verloren? Ich bin, glaube ich, mit Plötze gar nicht geritten, oder? Plötze war doch dein Pferd. Plötze! Stimmt, Plötze war mein Pferd. Da habe ich mich auch so eingesetzt für den Namen. Plötze steht hier am Brummrum-Tempel rum. Sind wir da mal hingeritten? Ich weiß es nicht mehr, das ist so lange her, dass wir gespielt. Auf jeden Fall steht da Plötze. Also solltest du bei Gelegenheit vielleicht doch mal vorbeischauen. Toll, und dann zurückreiten. Dann reite ich 15 Minuten oder so nach Hause. Ja, ich würde ja Plötze gerne mitnehmen, aber ich habe schon meinen Begleiter. Ah, das mache ich dann danach, wenn ich hier erstmal durch bin. Ah, ich glaube, das war nicht der. Oh, da ist ein Träger. Ah, die greifen ja auch den Träger an. Cool. Ich habe übrigens schon 13 Herzen. So. Da hat ein Träger dabei. Nachschubmaterialien, alles nehmen. Aber noch nicht auspacken, ne? Warum? Naja, könnte schwer sein, ja. Ja.
Muss ich hier irgendwie runter? Oh, da hinten kämpft wer? Hallo, hallo, hallo? Wer kämpft denn da? Ritualist? Was ist das denn, ein Ritualist? Macht der Rituale durch? Oh, scheiße, ich hätte eine Fackel mitnehmen sollen. Ja. Okay. Hier ist es ja düster wie ein Pferdearsch, ich sehe gar nichts. Ah, es war ein legendärer Kämpfer. Komm, alles nehmen. Ich sehe nichts. Soll ich dir was sagen? Ich habe sogar zwei Leuchtstäbe dabei. Was? Das ist ganz schön dekadent, ne? Oh. Aber es ist eigentlich nicht der Ort gewesen, wo ich hin wollte. Ich wollte da runter. Genau. Und dann gehen wir von hinten. Oh, hier ist irgendwo ein verblödeter Bogenschütze, den ich nicht sehe, weil es zu dunkel ist. Hm. Das heißt, er piekst dich mit seinen Pfeilen. Ja. Das ist ja gemein. Ach. Die Beschriftung verrät ihn. Ist ja wie im wahren Leben. Genau. Könnte sein, dass demnächst ein Sandsturm kommt? Ich weiß es nicht. Bei mir wird es so gerade ein bisschen windig. Aber nachts ist es ja immer ein bisschen windiger. Hm. Nee, ich glaube, das ist ein Sandsturm. Okay. So, nehme die Seetmaske. Esse und trinke nochmal. Machen wir hier parallel zueinander. Ah, sieht cool aus. Ist der Bogenschütze, der mich nervt. Oh Mann, das ist voll doof, wenn es so dunkel ist. Oh ja, Sand. Ach ja, ich bin ja weiter weg von der Karte. Du bist ja, also, wir sind ja... Ja, ja. Du kommst ja später quasi. Hm. Das ist ja an sich erstmal kein Problem. Nö, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ich gehe jetzt richtig runter. Jetzt könnte aber langsamer weggehen, da sein Sturm. Ich will kämpfen. Ich habe nur 10 Herzen. Das ist viel zu wenig. Ich habe schon 20. Ich sehe hier leider nichts. Oh, die Typen haben hier Lagerfeuer. Das finde ich ganz praktisch. Ja, so ein paar Lagerfeuer sind hier auch. Aber im Wumbrum-Tempel ist es ja an sich schon ein bisschen dunkler. Und mit dem Sandsturm wird das nicht besser. Haben wir. Hey, du doofe Kuh, wo rennst du hin? Ah, warten wir halt, bis es etwas heller wird. Oh, ich glaube, jetzt wird es langsam. Oh, noch eine doofe Kuh hinter mir. Das ist eine große doofe Kuh. Kann man hier gucken, wo hier noch Leichen rumliegen? Da schlägt er ihn zur Seite. Hat er gerade gemacht. Als er starb. Brauchst du getrocknete Beeren? Hm. Okay. Kann man recht schnell selber machen auch. Gut, dann. Aua! Tschüss. Was haben wir hier?
Einzige, was mich jetzt gerade schon ankotzt, ist der wirklich lange Heimweg. Ja, du hast ja ein Pferd, aber das Problem ist, dann ist es... Ja, aber ich habe auch noch einen anderen Begleiter. Das heißt, das Pferd bringt mir nichts. Oh. Oh, meine Sigmaske ist fast in Eimer. Aber Gott sei Dank habe ich ja ein paar Herzen gesammelt. So. Heidi ho. Ich bin's, Heinrich. Und oh, ist... Ihr habt ein paar Herzen für mich. Hallo. Aua. Hey. Oh, hier ist die große Kämpferin. Oh, die... Was? Die ist schon tot? Ja, das ist irgendwie... Das ist hier sehr einfach. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen unfair. Ja, aber so... Schlachten wir halt alle ab. Und irgendwer beschießt mich. Wer wagt es? Feige. Ah, du bist tot. Oh, Pulver der Verderbnis. Das kann man gebrauchen. Ja, davon habe ich auch ein paar. So eine Bongo-Trommel. Dumm, 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 dumm. Vielleicht fühlt er dich ja irgendwo cooles hin. Nee, das war so ein Tanz, den wir gelernt haben. Oh, das sind so viele. Also diese, alleine diese legendäre Waffe, glaube ich, die ist ja... Ich habe stellenweise ja gerade schon die, die normale die Pike genommen. Und damit brauchst du auf jeden Fall länger, um die alle zu töten. Ah, wo habe ich mein Dolch hingeworfen? Wo ist mein Dolch hin? Ach, da ist er. Ich schaffe noch die 40 Herzen hier. Ich habe schon 38. Jo, 4 kriege ich noch. Cool. Ja, bei mir, ich habe nicht so viele. Das ist echt überschaubar. Vielleicht kriege ich sogar noch mehr, weil bis ich raus bin, sind vielleicht noch ein paar neue... Du bist gar nicht tot. Da lag einer rum, der hat geschlafen. Ich dachte, der wäre schon tot. Jetzt ist er tot. Hey! Ich alle auf einmal! Oh! Das ist richtig gefährlich, die hauen mich ja! Da hab ich Glück gehabt. Was? Die hauen nicht, so eine Arschlöcher. Ja, die waren gerade richtig bedrohlich. Rohasche! Kann man gebrauchen, ne? So. Hm, hier liegt noch wer. Jetzt sehe ich die ganzen Leichen, die ich im Sturm nicht gesehen habe. mein Messerchen hat sich gerade verabschiedet. Oh nein. Oh, meins macht auch nicht mehr lange mit sich gerade. Ich habe auch nichts zum Reparieren dabei. Ah, Eisen habe ich ein bisschen gefunden. Also vielleicht kann ich sogar nicht. Ich glaube nicht, jetzt hätte ich jetzt noch weiter repariert und... Nö. Dann komme ich zurück. Yeah, ich kann reparieren. Geile Sache. Dann gehe ich doch nochmal da hinten hin. Da war ja auch noch so ein kleines Lagerchen. Also wenn das Pferd noch bei dir in der Nähe ist, dann kannst du ja das Pferd ja quasi beladen und weitermachen.
Weil ich gehe jetzt auch. Also ich bin noch nicht so super beladen. Also ich kann noch. Ja, ich meine nur, weil ich jetzt zurückgehe, mich entlade und dann quasi mein Pferdchen hole. Mach das. Ne? Wollte ja nur anbieten. So. Weil ich werde Plötze da nicht da rumstehen lassen. Nee, um Gottes Willen, jetzt wo wir wissen, da ist eine Plötze. Ja. Sollten wir die Plötze da auch wegholen. Oh, da ist ein Mensch. Apropos, für die Leute, die Fantasy mögen, ist Witcher Pflichtveranstaltung, die Serie, finde ich. Oder fandst du die schlecht, die Serie? Nö, ich fand die ganz gut. Ich auch. Auch, dass jetzt hier auch die doofe Zauberin da ein bisschen mehr Screentime bekommen hat. Yennefer, die mag ich nicht. Das Einzige, ja, was ich an der Serie... Man muss dazu sagen, wir sind eigentlich Triss-Leute. Ja genau, wir haben die Computerspiele. Einige von uns haben die auch mehrfach durchgespielt. Hallo. Ich versuche jedes Mal, einfach weil ich eine andere Story so ein bisschen haben will, doch mal ausnahmsweise Yennefer am Schluss zu haben. Aber nein, ich lande immer wieder bei... Ja, aber Triss ist halt... Im Spiel finde ich auch die hübsche, aber die hat so schöne rote Haare. Und im Real, in der Netflix-Verfilmung oder Serie war, sah sie einfach scheiße aus. Das war nicht meine Triss. Also, da hätten sie echt mal sich an Spiel. Also sie sieht nicht scheiße aus, aber sie sieht nicht so aus wie die Triss, die man aus dem Spiel kennt. So. Ja, darum sieht sie für mich scheiße aus. Also ich hätte lieber die Triss aus dem Spiel. Ich hatte mal Bilder gesehen und zwar war das auf der E3 oder so zu Witcher. Da war von dem, die Firma heißt der CD Red Project, eine Cosplayerin, die so ein bisschen Werbung gemacht hat. Und die sah 1:1 aus wie Triss im Computerspiel. Nicht nur wegen der Kleidung. Na gut, die werden auch wahrscheinlich eine dafür genommen haben, die ihr möglichst ähnlich sieht. Genau, und die hätte wahrscheinlich nur Polnisch gesprochen oder sowas, aber die hätte auf jeden Fall in der Serie genommen werden sollen. Ja gut, aber Triss hat nun mal in den Büchern nicht so viel Relevanz wie in den... Ja, aber trotzdem... Und die Serie ist ja doch eher eine Adaption der Bücher als der Spiele. Aber eine Serie kann sich mehr Zeit nehmen. Die hätten eigentlich meines Erachtens das Beste aus beiden nehmen müssen. Oder nehmen sollen. Aber vielleicht machen sie es ja noch. War ja bisher die erste Staffel. Ja, und es waren, soweit ich das jetzt sagen kann, weil ich bin auch einer von denen, die Bücher kennen, das waren eigentlich alles also abgesehen von der Geschichte um Yennefer selber rum, waren das alles so die Geschichten aus der letzte Buch. Ich habe zwei Bücher gelesen, das waren aber nur die Kurzgeschichten, das fand ich halt nervig. Genau, das ist der letzte Wunsch und das Schwert der Vorsehung. Genau, darum habe ich nicht weiter gelesen. Aber jetzt, wo die Serie kommt, brauche ich es auch nicht mehr lesen. Guck ich lieber die Serie. Ja, also man muss sagen, die Serie ist wirklich extrem nah an den Büchern, muss man wirklich sagen. Und ich finde, das haben sie auch wirklich ganz gut gemacht. Also doch. Ich hatte ja so ein bisschen Angst, aber doch, doch. Ja, wenn wir jetzt bei Serien sind, wie fandest du Mandalorian? Das ist in Deutschland doch noch gar nicht draußen. Ja, wir waren im Ausland und da haben wir das gesehen. Also ich zumindest. Ach ja, war ganz nett. Besser als also Episode... Wie würdest du sagen? War es besser als Episode 7 und 8, oder? Ja, doch. Okay. Ja, zu Episode 9 kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich auch nicht, habe ich noch nicht hab gesehen. Habe ich nicht gesehen. Ich habe mich einfach hochschwanger nicht mehr wirklich in einen über zweistündigen Film getraut. Im 9. Monat oder kurz vor Entbindung. Und seitdem, ja, konnten wir nicht ins Kino gehen. Ja. Und aber ich war auch so, ach, hast du eine gute Ausrede, um nicht Star Wars sehen zu müssen, weil eigentlich bin ich ja ein Star Wars Fan. Eigentlich. 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 Ja, weiß nicht. Und jetzt mittlerweile muss man das ein bisschen spezifizieren. Ich bin dann so ein Fan der klassischen Trilogie. So. Ja, ich würde schon sagen, Episode 1 bis 3 war auch okay. Jetzt mittlerweile ein bisschen schlecht gealtert durch die Animation und so, aber das war wenigstens noch eine richtige Story. Jar Jar Binks. Ja, und der kleine hier Vader da, der hat mich auch genervt. Anakin. Aber wir haben erfahren, wie der Imperator an die Macht kam. Das klassische Order 66 ist ja auch im Internet gefeiert worden. Immer noch da Order 66, jeder weiß eigentlich, was es ist. Witzige Info am Rande, hey. Order... Hä? Ich fand es beschossen. Entschuldigung.
Order 66, wir haben so ein Memo-Board bei uns in der Küche hängen für Einkaufsliste und so. Und da steht Order 66 drauf. Kleiner Fun-Fact am Rande. Bloß also, bei uns heißt es nicht Jedis killen, sondern einfach Einkaufsliste, ja. Ist ein kleiner Unterschied. Ja. Ja. Ja, so ein bisschen Serien haben wir halt geguckt, ne? Was man halt so macht. Ja. Ich bin jetzt gerade in der dritten Staffel von Sabrina. Ja gut, das ist nichts für mich. Ich weiß. Da bin ich raus. Muss ja auch nichts für dich sein. Nö, es ist so. The Expanse ist ja auch nicht so was für mich. Also es kann man gucken, es ist ganz nett, aber ich habe da einfach nicht die Begeisterung wie du. Ja, ich finde, ja, es ist halt... Es kommt einfach, es gibt einfach nichts Sci-Fi-mäßiges. Also es gibt ja diese Lost in Space mit dieser Familie, aber es ist halt immer so, ja, das plätschert sich vor sich hin. Es ist halt was für eine Familie. Die haben, das ist halt wie in einem alten Film aus den 90ern auch, da gibt es einen Bösewicht. Wie halt die Hippies so sind. Aber den töten wir nicht oder so. Nein, wir sperren sie ein. Und natürlich bricht die Person aus, macht wieder Randale. Ach, ätzend. Naja. Bei Star Trek versuchen die auch immer möglichst niemanden zu töten, ja, was, falls es dir nicht aufgefallen ist. Ja, stimmt, Star Trek. Die setzen da auch immer sehr viel Wert auf Diplomatie und nicht einfach alles töten. Ja, aber manchmal, das haben wir ja bei Cisco gelernt, hilft einfach keine Diplomatie mehr. Da hilft nur noch der Kampf. Ah, nein. Oh. Außerdem würde mir Worf auch recht geben. Worf ist ja auch ein Klingone. Ja. Und? Die Klingonen sind ein bisschen... Ich weiß nicht, ich finde die Klingonen... Also, ich finde... Es ist immer nett zu gucken und so, aber prinzipiell finde ich die Klingonen ziemlich blöd. Ehre hier, Ehre da. Sei vorsichtig. Eigentlich könntest du ja die Klingonen vergleichen mit den Japanern. Also die, jetzt nicht, weiß nicht, wie sie heutzutage ticken, aber die Samurai oder so, die waren ja auch sehr mit Ehre und so unterwegs. Ja, ich find's trotzdem irgendwie doof. Ja. Na, ist ja egal. Ist ja und die Schiffe von denen sind immer so ungemütlich. Ja, die sehen aber besser aus als die von der Föderation, diese Eierschiffe da. Remulanischer Warbirth, oder wie der heißt, dieser Kriegsvogel, den finde ich schön. Und die Klingonschiffe mag ich auch. Ah ne, Bird of Prey sind die Klingonen, Warbirds sind die Remulader, ja. Genau. Ja, genau. Oder? Naja, Hauptsache wir wissen, was wir meinen. Wenn ihr es nicht wisst, ist nicht schlimm. Ja, wir wissen, dass es Romulaner ach, richtig heißt, aber Remulader finden wir doch. Aber wir müssen mal auf Netflix, gab es glaube ich noch so von Galaxy Quest. Oh, Galaxy Quest, der beste Star Trek Film. Nee, da gab es nochmal so ein Interview, wie sie halt... Ja. Ja. Das wollte ich immer auch mal. Echt, gucken. Das ist da? Ja. Also ja, was dann die Darsteller nochmal zum Film gesagt haben und so. Vielleicht sagen sie noch ein paar Sachen zu den Dreharbeiten damals. Die nehmen das schon gut auf die Schippe, dieses ganze Star Trek-Thema. Aber ich mag halt ja, Star Trek. Aber ich finde, das Geile bei Galaxy Quest ist, ja, die machen sich drüber lustig, vor allem über die klassische Star Trek-Serie so ein bisschen. Aber am Ende. Irgendwie auf eine gute Art und Weise. Also ich würde es nicht als Verarsche sehen, sondern eher als Hommage. Mhm. Und vor allem zu einer Zeit, als dieses ganze Nerdtum noch nicht so in Mode war. Das stimmt. Ob der Film in der Kinokasse gefloppt ist? Weil damals, als er ins Kino kam, habe ich ihn auch nicht mitgekriegt. Ich glaube, der war ein ziemlicher Kassenflop damals, also im Kino, aber hat dann so einfach später anderweitig Kultstatus erreicht. Das gibt es ja manchmal. Ja, das kenne ich aber nur von Firefly. Serenity, glaube ich. Nee, gar nicht. Die Serie kam allgemein nicht gut an, hat aber durch den DVD-Verkauf dann richtig viel Gewinn gemacht und darum genau, hat er nochmal die Möglichkeit die gehabt, davon eine Serie zu machen. Serie, Entschuldigung. Der hat einen Film. Genau. Die Serie wurde gecancelt und da hat er ja noch diesen Film gemacht, um das Ganze zum Abschluss zu machen. Danke, Fox. Ah. Scheißende. Wie ist der Typ?
Rupert Murdoch, glaube ich, oder so, oder? Weiß das weiß ich, wenn auch nur aus Big Bang Theory. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Falls falsch, dann so. Ich bin fast zu Hause übrigens. Ja, und ich bin fast entladen und kann fast los. Cool. So. Da ist ein Skorpion in der Stadt. Ja. Hula. So, jetzt habe ich es mal ausgepackt und da waren 500 Eisenstein drin. Nett. Ich würde dann den Kartenraum versuchen zu machen. Mittlerweile müssen wir den Stein umsetzen. Kannst du ja bauen. Das dauert ja auch noch ein bisschen, also bis der fertig ist. Ja. Dann können wir dann, wenn wir das nächste Mal spielen können, können wir dann unsere Mission starten. Genau. Die Reise nach Jerusalem. Genau. Der lange Weg. Boah, ich habe übrigens 56 Herzen mitgebracht. Nur so kleine Info. Ja, dann war Brumbrum-Tempel eindeutig besser als wo ich war. Ah, ich renne schon wieder zum falschen Tempel. So. Dann kannst du dir hallo Heinrich. Kannst du dir reinlegen und quasi hier Pfeile einfach machen. Gegengift machen. So Gegengift. Genau. Für die Pfeile brauchst du die Marken. So, wo war jetzt der Brumbrum-Tempel? Eine Frage, ich erkenne das hier gerade nicht. Das müsste der gelbe Teleporter-Ding sein. Der gelbe? Mhm. Der gelbe ist aber hier mitten in dieser roten Stadt. Namenlose Stadt. Der war doch hier weiter nach. Also nach Flusskreuzung, oder nicht? Ach nee, dann war dann weiter rechts, weiter rechts. Weiter rechts. Ja. Okay, es ist rosa. Ja. Sorry. Kreuzung hätte ich jetzt nicht gesehen, aber naja. Kaffeestand. Entschuldigung, bitte. Ist niedrig. Nee, alles. Um Jar Jar zu zitieren. Alles gut. Ja, ob der nochmal in die Obi-Wan-Serie reinkommt. Keine Ahnung, aber ich bin ja ein sehr großer Fan der Darth Jar Jar-Theorie. Ja, ich auch, aber. Ich weiß, es ist nur eine Fan-Theorie. Nee, ich war, glaube ich, falsch. Oder Brumrum-Tempel, die Arena? Fledermaus? Wo war der Brumrum-Tempel? Ort der, da, wo's rot ist. Ort der Beschwörung. Also da hinten. Boah, gucken wir mal. Oh, Kudu. Bring gutes Fleisch. Ey, du Sack. 50 Kristall und 35 Eisenverstärkung brauche ich noch. Oh, wie viele Kristalle haben wir genug? Ja, Plätze steht da richtig draußen einfach mal so rum. Hallo, Safarinus. Ach, Mist, hab ich mir. Ja, hab ich. Ach. Warum laufe ich mit zwei Holzmessern rum? Das weiß ich nicht. Ja, auch nicht. 35. Alle die Safari-Jungs sind ja schon. Hey, der Leitkartenraum her. Aber. Wir haben schon wieder Safari-Jungs hier stehen. Ach, Kacke. Kleiner Wurm folgt mir nicht mehr. Ach, ich habe kleinen Wurm mitgenommen. Ach. Scheißendreck. Ja, pass auf. Dann Rittersporn nicht. Komme ich nochmal, dann laufe ich den ganzen Weg eben nochmal. Ja, danke, sorry. Oder weißt du was, dann lasse ich plötzlich hier und ich gehe zu Fuß. Sollst du ja nicht drunter leiden. Okay. Lass ich plötzlich stehen.
Dann hol du Plätze ab. Komm, kleiner Wurm. Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch mal einen Break. Dann war es eine ganz kurze Folge, ja. Oder? Ja, ich denke. Das war so eine, ja, Philosophieren und so über Nerd-Sachen, bla bla. Oh! Oh, noch eine. Na, wenn wir schon mal hier sind. Kann man ja auch noch ein bisschen schlachten, ne? Ja, ich will die jetzt nicht unbedingt angreifen, aber... Warte mal, da geht's zum Brummbrumm-Tempel. Wieso steht da Plätze noch? Also wenn ihr euch noch erinnert oder Lust habt, die Folgen durchzuschauen, warum Plätze noch vom Brummbrumm-Tempel steht, ja, dann macht das doch mal und sagt es uns. Also es würde mich wirklich brennend interessieren. Ich hab sie bestimmt liegen lassen oder vergessen oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die steht da so präsent. Apropos, steht da so präsent, wo ist Plötze? Da. Du siehst Plötze auch noch. Ach, das wird ein langer Weg. Mhm. Ah, nee, ich gehe da hinten runter. Oh, ich sehe dich. Ich reite hier unten am Fluss lang. Ja, ich wollte über auf der anderen Seite runtergehen. Hier noch nicht. Oh, El Croco. Salut, El Croco. Ja, dann würde ich jetzt sagen, machen wir wirklich jetzt einen Break. Jetzt, wo du Plätze hast. Ja. Na, und ja. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut mal nächstes Mal in, wieder rein und ja. Ja, wir versuchen, wie gesagt, jetzt wenigstens zweimal die Woche ein Video zu produzieren. Ansonsten, ihr wisst ja, woran es liegt, wenn es doch nicht klappt. Genau. Ja. Also. Dann Tschüssikowski und reingehauen. Ciao, ciao.